herzlich willkommen bei unserer Kreativwerkstatt. Hey! Okay. heute braucht ihr eine Eierpackung oder zwei oder fünf, je nachdem wie viel von dem, was wir heute basteln, ihr basteln wollt. Was basteln wir denn heute? Wir basteln Osterhasen. Und aus Eierpackungen kann man auch ganz viel mehr basteln. Auch Pinguine und Bienen und... Ja. Ich finde Pinguine toll. Die sind multifunktional. Hier ist ein Ei ausgelaufen. Oh nein. Ja, genau. Zuerst müssen wir dieses Ding auseinanderschneiden. Dazu nehmt ihr am besten so eine Schere und nicht so eine Schere. Aber ich bin ja schon groß. Wie groß denn? 1,50? Das klären wir an dieser Stelle nicht. Ja, ich habe es richtig gemacht. Ist das richtig? Zeig mal. Ja, das ist schon richtig. Ja, also am besten funktioniert das natürlich mit denen hier, die hier an der Ecke sind. Aber wenn du jetzt, so wie ich, die in der Mitte genommen hast, kannst du nicht dann einfach diese Seite hier, diese Seite zukleben? Mhm, kannst du auch. Haben wir Kleber? Ich glaube, das ist das Einzige, was wir nicht haben. Kleber? Der Kleber kommt gleich. Unser tapferer Kamera-Superman. Superman! Okay. Hier. Das müssen wir hier ein bisschen kürzen. Hier hinten. Und dann habt ihr im Idealfall hier solche kleinen... So habt ihr hier so eine kleine Nübel. Das ist immer gut, wenn ihr Eier vom Bauern habt. Oder wenn es dann doch mal Supermarkt-Eier sind. Bio-Eier. Ja, also die sind auch ein ganzes Stück teurer als normale Eier, aber ich finde, es lohnt sich. Fangen wir an mit dem Hasen. Genau. Da brauchen wir jetzt als nächstes noch Ohren für. Mhm. Da findet ihr die Bastelvorlage wie immer unten in der Infobox. Aber ihr könnt natürlich auch einfach freihand welche ausschneiden, wie wir das jetzt hier machen. Braucht ihr erstmal so ein rechteckiges Stück für. Und eurem Eierpappendeckel, so zum Beispiel. Und das müsst ihr dann dahinter kleben. Oh. Aber erstmal müssen wir, ist egal, passt. Aber da müsst ihr erstmal Ohren vormalen. Also ihr zeichnet an, bis hier geht ungefähr die Eierpappe. Und die ist ungefähr, genau, ist ungefähr so breit. Dann sind hier die Ohren. Da malt ihr jetzt einfach so Hasenohren drauf und schneidet das aus. Also ich bin fertig. Meine ein bisschen krumm geworden, aber ich habe sie auch nicht aufgemacht. Ja, denn... Genau, und das müssen wir jetzt hier hinten ran kleben. Könnt hier nochmal die Ecken ein bisschen rund machen. Irgendwie, dass da nichts vorguckt. Genau. Und dann klebt ihr es jetzt dran. So, wir haben hier einen Basteltisch. Da basteln wir eh immer dran. Hier zu Hause, wenn ihr so Flüssigkleber benutzt oder so... dann bietet sich das überhaupt an, eine Unterlage drunter zu haben. Allgemein. Weil wir das auch gleich anmalen werden. Also, es ist super, mit Bastelunterlagen zu arbeiten, weil da spart ihr euch auch einfach ganz viel Arbeit beim Aufräumen, weil ihr es einfach nicht sauber machen müsst. Es ist halt eine Bastelunterlage. Zum Beispiel alte Zeitungs... ja. Genau. Papier. Also alte Zeitungspapier könnt ihr gerne da benutzen. Oder vielleicht habt ihr noch eine alte Unterlage. Ja. So, hier müsst ihr jetzt ein bisschen Geduld haben, damit der Kleber trocknen kann. Also einfach ein bisschen festhalten, festdrücken. Das ist ja auch immer eine spannende Frage. Warum klebt Kleber nicht in der Tube, sondern erst, wenn er draußen ist? Ich habe mir sagen lassen, das kommt dadurch, dass er dann an der Luft ist. Und zwar trocknet er durch die Luft
Und eben auch durch die Luftfeuchtigkeit, das ist bei Sekundenkleber zum Beispiel so. Und bei normalen Kleber verdampft auch das Lösungsmittel, was da drin ist. Finde ich spannend. Oh. Okay. Mein eines war ein bisschen kürzer als das andere. Ja, ist egal. Ich würde sagen. Ja, also du hast ja den Flüssigkleber, der funktioniert ein bisschen besser. Dann können wir jetzt anmalen. Ja. Es funktioniert ein bisschen besser mit Acrylfarbe, weil die Decken da ist. Aber die ganze Acrylfarbe steht bei mir zu Hause, weil ich Osterei angemalt habe. Deswegen nehmen wir hier jetzt Tusche. Damit funktioniert es auch super. Genau, ich habe gerade von Sekundenkleber gesprochen, aber benutzt den auf keinen Fall. Weil dann passiert das. Und das kriegt ihr nicht mehr auseinander, weil Sekundenkleber ist ein richtig fieses Zeug. Gut, also die Hasen, wie immer, ihr könnt die braun malen, ihr könnt die auch blau malen oder grün oder pink. Da sind wir heute nicht so. Wir sind nie so. Oh, ich glaube, ich mal wieder einen bunten Hase. Der sah so cool aus letztes Mal. Das war der Favoritenhase bei allen, die ihn gesehen haben. Und sonst so? Außer vielleicht Gottesdienste? Hast du noch was vor? Ja, also Freunde treffen. Ah ja, darf man ja nicht. Oh, das war zynisch. Hallo. Genau, wir wissen. Genau. Nee, ja, also ich werde vielleicht wieder Mensch ärgere dich nicht spielen. Mit wem denn? Ich habe so drei Freundinnen, mit denen können wir. Genau, vielleicht spiele ich Mensch ärgere dich nicht. Das ist ganz cool, da skypen wir, also beziehungsweise wir machen das über WhatsApp. Und dann haben wir alle vier so ein Brett vor uns stehen und setzen dann eben weiter. So, der eine sagt, ich habe eine 5 gewürfelt und ich setze meinen vordersten 5 weiter. Und, mega cool. Ja, ist es auch. Das Problem ist halt nur, manchmal vertüdelt man sich so ein bisschen. So von wegen, hey, ich habe dich rausgeschmissen. Nein, das ist überhaupt nicht. Ich stand da gar nicht. Oh. Weißt du? Ja, aber es ist total lustig. Kann ich sehr weiterempfehlen. Überhaupt, also viel mit Freunden telefonieren. Sehr wichtig in dieser Zeit. Ja. Meine eine Freundin hat es gerade gestern zurück aus Neuseeland geschafft. Oh, wie cool. Genau, mit einem der Flüge vom deutschen Amt. Die freut sich, dass sie jetzt wieder zu Hause ist. Kann ich mir vorstellen. Ja. War ja bestimmt auch eine lange Zeit. Und dann in so einer komischen Zeit dann woanders zu sein und nicht zu Hause und dann ja nicht mit den Eltern so richtig reden können. Ja, auf jeden Fall. Ist man ja glücklich. Ja, sie ist total glücklich. Aber es ist so fies, sie hat Bikini-Streifen. Sie ist so braun, weil da irgendwie gerade. Es ist da so warm. Ja, ist ja Sommer. Naja, jetzt nicht mehr eigentlich. Jetzt ist eigentlich Herbst. Ja, trotzdem. Aber trotzdem warm, ja. Ja. Und was macht ihr so am Wochenende? Das genau. Frage ich mal in die Runde. Das ist wirklich. Wir sitzen hier und wir sehen diese Kamera. Und ihr sitzt am anderen Ende und ihr wisst ja, was ihr am Wochenende macht, aber wir wollen das auch wissen. Also mir fehlt das total, das ist beim Kinderbasteln, da kann man sich so nebenbei unterhalten und kriegt so mit, was die anderen so machen. Und ihr kriegt das ja auch von euch mit, aber wir kriegen das ja nicht von euch mit, also sagt gerne Bescheid. Wir freuen uns. Ja. Könnt ihr auch mal Leute anrufen? Ja. Dann zusammen mit dem Basteln. Nicht Mensch ärgerlich spielen, sondern basteln. Ja, da ist eine Menge Luft nach oben. Ja, wir sind ja noch am Anfang. Ja. Das ist ja erst unser drittes Video. Unglaublich. Ja. Lasst Pinsel, wenn ihr fertig seid, nie im Wasser stehen, weil die haben ja einen Holzstiel. Und dann zieht das Wasser von unten in den Holzstiel und dann springt der auf und das hier geht ab. So, also wenn ihr eure Pinsel lange haben wollt, dann lasst sie nicht im Wasser stehen. Also es beiseite stellen. Sehr gerne. Genau. Genau. Hier sind unsere Hasen. Die müssen jetzt einen Moment trocknen. Meine kippt irgendwie. Ich glaub, ja, meine auch. Schneiden. Ja, ich muss auch noch ein bisschen schneiden. Jetzt können wir da natürlich auch wieder draufmalen. Gesichter. So, dann gib mir doch mal die Wackelaugen. Wackelaugen? Also ihr könnt natürlich auch Augen drauf malen, aber ich finde, alles ist so viel cooler, wenn man Wackelaugen drauf macht. Ihr könnt auch verschiedene große nehmen, das finde ich auch ganz witzig. Also mein Hase ist fertig.
würde ich sagen. Ihr könnt auch super gerne uns einfach eure Ideen, also eure Kunstwerke. Ich glaube, du musst es mit Flüssigkleber machen. Schicken. Und dann können wir uns anschauen, wie toll ihr gebastelt habt. Genau. Macht einer von uns jetzt eine Biene und einer einen Pinguin? Ja. Was möchtest du machen? Mach Biene. Okay, mache ich den Pinguin. Gut, super. Dann brauchen wir wieder Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie eine Biene aussieht. Hat gelb und schwarze Streifen, ne? Genau, bei dem Pinguin, da, der ist ganz einfach. Da malt ihr einfach alles bis vorne auf den Bauch schwarz an. Ja, also bei mir, bei der Biene, da schneide ich gerade die Flügel aus, die wir hinten an den Rücken kleben. Ich habe so einen kleinen Knick in der Linse. Wenn ihr mit Acrylfarbe malt und da Farbe auf eure Klamotten kommt, dass ihr die sofort auswascht, weil solange die feucht ist, geht das noch ziemlich gut. Aber wenn Acrylfarbe erstmal in so einen Wollpulli eingetrocknet ist, dann ist es nicht schön, die da wieder rauszukriegen. Dann ist es vorbei. Leider. Rest in peace an den Wollpulli. Ruhe in Frieden. Ich habe hier die Füßchen vorne angemalt und habe sie umgeklappt und klebe sie jetzt hier so unten dran. Also ich klebe die hier so rein, dass quasi nur die Füße rausgucken. Der Pinguin ist fertig! Total süß. Ja, den finde ich wirklich cool. Also von meinem Hasen bin ich nicht so überzeugt, da finde ich deinen um einiges besser. Aber der Pinguin, ja. Genau, da ist die Biene. Braucht ein bisschen. Ja, Biene braucht ein bisschen Zeit. Oh ja. Ich dachte, die Streifen sind... Schwarz? Gelb? Nee. Andersrum sind so längs, weißt du, so... Also nicht so rum, sondern so. Nein! Du kannst sie auch kariert malen. Oh mein Gott, eine karierte Biene. Okay, ja. Aber es ist auch egal, wie krumm und schief sie sind. Wir brauchen noch Namen. Mein Lieblingspinguin. Wie nennen wir ihn? Heiko. Ja, Heiko. Das ist Heiko. Dieser, der sieht aus wie so ein verrückter Wissenschaftler. Nunu. Nunu. Das ist unser, wie unser Hausmeister, Nunu. Und dieser... Der sieht so ein bisschen derangiert aus. Karen oder Nina? Also nicht. Also unsere Sekretärin, die sind sehr organisiert, finde ich. Okay, aber also passen sie nicht. Dann ist es also Jonathan oder Mareike? Jonathan, der gerade ein Kind bekommen hat. Ah, guck. Genau, das passt. Also Jonathan, Nunu und Heiko. Und wie heißt die Biene? Ist das Katja? Oder? Okay, es ist Katja. Die karierte Biene ist Katja. Ja. Es ist eine stylische Biene. Katja ist auch stylisch. Tada! Meine schöne Biene. Also ihr zu Hause kriegt viele von den Sachen bestimmt auch ganz viel besser hin. Genau. Wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, wenn ihr mehr Zeit habt als wir. Und wir wären super gespannt, was ihr draus macht. Ja, bin ich auch. Und dann wünschen wir euch soweit erstmal frohe Ostern. Genau. Habt es euch gut. Macht es euch schön. Macht es euch schön, sagen wir lieber so. Macht es euch schön. Genießt die Zeit mit eurer Familie und habt Spaß am Kreativsein und Basteln. Sucht und Eier. Genau, Süßigkeiten manchmal auch. Ein bisschen Obst und Gemüse nicht vergessen. Und ja, vergesst nicht unten unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keins von unseren Videos verpasst. Oder eben unten in die Infobox mal gucken. Und da könnt ihr auch gerne reinschreiben, falls euch etwas nicht... Also falls euch was fehlt, zum Beispiel Wackelaugen, dann versuchen wir zu kommunizieren. Wir sind ja immer noch für euch da. Genau. Nicht mehr physisch, aber live in Action, sondern nur noch jetzt digital in Action. Ja. Sehr schön. Tschüss.